Hallöchen ihr Lieben, und zwar ich drehe heute ein kleines Video zu meiner Nagelroutine. Wie ihr seht, ich habe hier einmal die PS Pro von Primark, die kosten 3 Euro. Ansonsten nehme ich immer die normal gefärbten für 1,50 Euro von Primark. Dazu benutze ich sonst eigentlich immer diesen Fingerskleber, das ist der Pink Nail Glue Extra Strong und der ist wirklich extra stark, so wie es da drauf steht. Also mit diesem Kleber halten meine Nägel ohne Probleme 2 Wochen, ich kann damit putzen, duschen gehen 1000 Mal, ich kann Sachen schleppen und. Er hält bombenfest, genauso wie auch die Nägel von Primark, auch wenn es nur 1,50 Euro sind, aber sie sind echt von der Qualität sehr, sehr gut. Ich werde aber heute diesen Kleber ausprobieren, der ist in der Verpackung nämlich drinne. Und mal schauen, ob das wirklich 7 Tage hält, wie es auf der Verpackung steht. Und dann lasse ich mich überraschen. Also man sieht schon hier oben, ich habe meine Nägel sortiert in der Reihenfolge vom Daumen bis zum kleinen Finger, wie ich sie auftragen werde. Das ist einfach für mich dann viel, viel leichter, wenn ich das im Vorfeld so mache. Und ja, dann viel Spaß beim Zusehen. Zuallererst solltet ihr eure eigenen Nägel erstmal anrauen mit einer Nagelfeile. Hat einfach nur den Grund, weil auf angerauten Nägeln der Kleber dann noch besser hält und ich auch selbst die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich sie nicht anraue, da der Halt nicht so gut ist. Deshalb immer vorher anrauen, ganz gut, jede Ecke, und dann kann man nämlich auch schon mit dem Kleben direkt so loslegen. So, dann fange ich jetzt mal an. Also als erstes mache ich hier so den Kleber drauf, ziemlich großzügig, und dann lege ich den Nagel so hier drauf, drücke ihn ganz fest dran, mit jeder Ecke, und dann ist er eigentlich auch schon relativ fest. Und das mache ich dann mit den ganzen anderen Nägeln ebenfalls, Kleber drauf, ziemlich großzügig. Und ups, drauflegen und feste andrücken. Dass auch wirklich jede Ecke dran klebt. Im Prinzip ist das Ganze ganz einfach. Man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Man sollte halt nur aufpassen, dass man sich seine eigenen Fingernägel, seine Haut nicht irgendwie aus Versehen festklebt oder so, weil das wäre dann ein bisschen fatal. Und dann bin ich auch schon bei dem kleinen Finger. Wie man sieht, geht das Ganze eigentlich relativ schnell. So. Und den auch wieder ganz fest drauf drücken. Unten oben an den Seiten. Damit er sich nicht direkt löst. So. Und dann auch schon der Daumen. So, und dann ist das schon mal die erste Hand gewesen. Das gleiche mache ich dann auch nochmal mit der anderen Hand, mit der rechten Hand, weil die ist jetzt noch nicht gemacht. Man sieht, der Kleber hält jetzt schon bombenfest. Also da kann man echt dran rütteln und schütteln. Na da. Also, wir sind echt bombenfest. Das mache ich jetzt mit der rechten Hand auch noch und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, da bin ich jetzt fertig mit meinen Nägeln. Ich habe alle aufgeklebt. Man sieht, sie sind bombenfest.
Und so sieht das Ganze aus, so von etwas näher. Und ja, ich finde es mega schön. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch mit diesem Kleber sehr, sehr zufrieden, der in der Verpackung ist, weil selbst der hält momentan bombenfest. Genauso fest wie der von Fingers, mit dem ich also sonst eigentlich immer ganz gut ausgekommen bin. Der hält ja auch 2 Wochen. Ich muss allerdings testen, ob der von Primark, der damit in der Verpackung drin ist, genauso gut hält. Also das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber der erste Eindruck ist eigentlich relativ positiv. So, ich kann sagen, ich bin zufrieden. Es geht natürlich alles sehr, sehr schnell. Ja, das Ganze dauert, das Aufkleben, 5 Minuten vielleicht noch nicht mal, wenn man das mit dem Anhärten irgendwie nochmal machen möchte. Und ja, man sieht keinen Unterschied. Ich trage ja jetzt, wie gesagt, schon seit einem Monat meine Nägel in verschiedensten Farben, alle 2 Wochen nochmal neu. Meinen Freunden ist es nicht aufgefallen, dass es Aufklebenägel sind, weil das Ganze sehr natürlich aussieht. Und hier nochmal zum Zeigen, das sind die Nägel, die ich sonst benutze. Die kosten 1,50 Euro bei Primark. Die gibt es halt, wie gesagt, in jeden Farben. Das ist jetzt so ein dunkles Rosé. Die gibt es auch in Rot, in Ombretönen, in Weiß, in allem Möglichen. Und ja, wie man sieht, die Nägel sind jetzt sehr, sehr lang. Deshalb werde ich mir meine Feile schnappen und hier entlang nochmal ein bisschen runterfeilen in derselben Form. Weil ich mag das einfach nicht, dass Nägel so lang sind. Damit bin ich in meinem Alltag ein bisschen eingeschränkt, würde ich jetzt sagen. Man sieht es auch von der Seite. Also sie sind echt mega lang. Und das ist halt nichts für mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist im Großen und Ganzen nichts Großes gewesen, sage ich jetzt mal. Es hält 2 Wochen. Es fällt kaum auf, dass das künstliche Nägel sind. Wenn man sie abmachen möchte, ist das ja ein bisschen mühseliger, sage ich jetzt mal, als wie wenn man gemütlich im Nagelstudio sitzt und sich die abmachen lassen lässt. Aber da gibt es auch so einige Tipps und Tricks, die man dann beachten kann, damit die Nägel wieder abgehen nach 2 Wochen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch ja nicht gelangweilt beim Zuschauen. Und ja, ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss!